Alle Leute, die aktuell in Aktien oder ETFs investiert haben, merken vermutlich gerade, was für ein schwieriges Jahr das Jahr 2022 ist. Noch schwieriger haben es allerdings die Leute, die in Kryptowährungen investiert haben, wie zum Beispiel der Bitcoin. Vor genau einem Jahr, also im November 2021, stand der Bitcoin bei knapp 69.000 Dollar. Aktuell steht er mal gerade bei 17.000 Dollar, hat also knapp 75% seines Wertes verloren. Das ist natürlich gar nicht so einfach zu verkraften und hängt natürlich auch vom aktuellen Marktumfeld ab und von diesen ganzen negativen News, die jeden Tag irgendwie auf uns einprasseln. Das ist aber nur ein Teil, denn der Kryptomarkt hat es dieses Jahr ziemlich schwer. Alles fing so Mitte des Jahres an, auch unter anderem mit dem Fall von Terra Luna und dann daraufhin die ganzen Insolvenzen, die stattfanden. Insolvenzen von etlichen Kryptoplattformen, angefangen mit Celsius, dann Three Arrows Capital. Three Arrows Capital, die hatten Gelder und auch Kryptowährung von einer anderen Kryptoplattform und zwar Voyager Digital. Die sind auch gefallen und jetzt der neueste Dominostein, der umgekippt ist, ist FTX. Und damit auch erstmal hallo alle zusammen. Mein Name ist Kevin O'Neill und heute gucken wir uns den Fall von FTX mal ein bisschen genauer an. FTX war jedenfalls die zweitgrößte Krypto-Plattform, die es da draußen gegeben hat, mal auch die fünftgrößte. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, welchen Betrachtungszeitraum man zu sich gezogen hat. Aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass FTX jedenfalls einer der großen Player im Krypto-Universum war. Und jedenfalls der CEO des Ganzen war Sam Bankman-Fried. Und Sam Bankman-Fried war jedenfalls dafür verantwortlich für einen der größten Zusammenbrüche seit den Lehman Brothers 2008. Und um das Ganze besser zu verstehen, müssen wir einmal verstehen, wie das Bankensystem in den USA überhaupt funktioniert. Und da ist es zum Beispiel so, dass 90% der Kundengelder investiert werden dürfen. Für zum Beispiel Kredite von Leuten für Autos oder Häuser oder aber für Kredite für Unternehmen, damit sie weiter investieren können. Wenn es also so ist, dass Peter jetzt 10.000 Dollar auf sein Konto überweist, dann dürfen 9.000 davon als Kredit zum Beispiel an Ingrid gegeben werden und Ingrid könnte diese 9.000 Dollar auch nehmen und an ihre Bank wieder überweisen und auch davon könnten jetzt 8.100 Dollar wieder an jemanden anderen als Kredit gegeben werden. Das hat so gewisse Vor- und Nachteile, das ganze System, aber gewissermaßen funktioniert das hier ziemlich ähnlich. So ist zum Beispiel ein Vorteil, dass das gleiche Geld mehrmals durch die Wirtschaft zirkulieren kann und dadurch mehrere Leute profitieren können und das natürlich die Wirtschaft ankurbelt. Außerdem vereinfacht das Ganze auch den Zugang zu Krediten, wovon letztendlich wir alle ja wieder profitieren und das Geld muss nicht erstmal gedruckt werden. Dabei gibt es allerdings auch ein großes Problem. Was ist denn, wenn alle Leute plötzlich ihr Geld wiederhaben wollen von der Bank, was sie ja eigentlich darauf gelegt haben, aufs ganz normale Sparbuch oder Tagesgeldkonto und jetzt beschließen, jetzt will ich mein Geld wiederhaben, was ja eigentlich im Umlauf ist. Und da müssen wir gar nicht alle Leute nehmen, da würden schon 10% der Leute reichen, damit dieses System zusammenbrechen würde. Und da kommen wir jetzt zu den Sicherheitsmaßnahmen. Da gibt es nämlich zwei große in den USA. Zum einen gibt es eine Einlagensicherung von 250.000 Dollar, was dann die Versicherung übernehmen würde. Und zum zweiten würde die Zentralbank einen kurzfristigen Kredit gewähren, jedenfalls für die Bank, damit die Bank eben liquide bleibt und dieses ganze Kartenhaus, in dem wir uns ja befinden, eben nicht zusammenbricht. Und was Ähnliches passiert übrigens dann auch mal bei Kryptobrokern wie eben jetzt FTX. Das Problem da ist nur, diese Sicherheitsmechanismen, die existieren da nicht. Und um das jetzt besser zu verstehen, müssen wir das Ganze mal in drei Bereiche einteilen. Alameda, FTX und auch FTT. Starten wir einfach mal damit, womit letztendlich alles angefangen hat, und zwar mit Alameda. Das war ein Unternehmen, was 2017 gegründet wurde, vom CEO Sam Bankman-Fried. Den haben wir ja heute schon mal gehört. Und jedenfalls ist es eine quantitative Handelsplattform gewesen und der Handel beruht jedenfalls auf mathematischen Modellen. Das klingt alles ein bisschen kompliziert, ist es ehrlich gesagt auch, und da will ich jetzt gar nicht mehr zu sehr reintauchen, weil das auch gar nicht so wichtig ist. Aber jedenfalls haben die ihr Geld verdient, unter anderem durch Bitcoin-Arbitrage. Und Bitcoin-Arbitrage bedeutet, dass man zwei Länder hat, jetzt zum Beispiel Japan und USA, und in einem Land, also USA, ich glaube hier war es, USA günstig den Bitcoin kauft, also günstiger als er woanders ist, und teurer in Japan eben wieder verkauft. Durch diese Differenz haben sie jedenfalls ihr Geld verdient. Und wenn man sich jetzt fragt, warum ist das so einfach, warum machen das denn nicht alle, das ist genauso wie ein Handel bei Amazon. Die Leute, die da groß handeln, die kaufen letztendlich auch nur günstig bei Alibaba ein und verkaufen teurer wieder bei Amazon. Deswegen ist das eigentlich gar nicht so ein Hexenwerk, was sie da gemacht haben. Jedenfalls diese Formeln, die sie aber kreiert haben und dieses Modell war jedenfalls ziemlich gut. Das ganze Geschäft haben sie letztendlich irgendwann auch ein bisschen ausgeweitet
Und einer der letzten Briefe für die Großinvestoren bzw. institutionelle Anleger, der denn rumging, war jedenfalls einer, wo viele, viele Alarmglocken hätten läuten müssen. Wenn da zum Beispiel sowas steht wie 15% jährliche Rendite oder für Investments von mehr als 50 Millionen Dollar gibt es sogar noch mehr Rendite und die Kredite haben keine Nachteile. Egal, ob man sowas Ähnliches bei Instagram oder YouTube oder woanders sieht, wenn einem Renditen von weit mehr als 10% so einfach versprochen werden, dann sollte man da auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Aber jedenfalls hatte Alameda so ein anderes Problem noch nebenbei, denn die ganzen Geschäfte, die sie abgewickelt haben, liefen ja auch über verschiedenste Banken und da mussten die jedes Mal auf die Banken warten, auf die Genehmigung und die waren eben jedenfalls von Banken sehr, sehr abhängig. Und dann dachten die sich, okay, dann eröffnen wir eben ein anderes Unternehmen, wo das alles ein bisschen einfacher ist. Eine Krypto-Plattform namens FTX. Von Tradern für Trader, wie sie so schon gesagt haben. Und das ist dann auch entstanden 2019 vom CEO Sam Bankman-Fried. Der hat das jedenfalls wieder gegründet und der eigentliche Grund war eben dieser Bankengrund, dass nämlich die Regeln und Vorschriften von verschiedensten US-Banken eigentlich nur ein Hindernis war und das Ganze jetzt einfach einfacher vonstatten gehen sollte. Die Funktion von dem Ganzen war auch eigentlich ein herkömmlicher Krypto-Broker, also Kryptowährung kaufen und verkaufen, aber auch Derivate, also ein Produkt X in Zukunft kaufen für einen vorher festgelegten Preis und auch andere Geschäfte. Das jedenfalls war FTX. Eine Krypto-Plattform, wie wir sie letztendlich auch alle kennen. Und diese Krypto-Plattform, die ist so beliebt geworden, dass sie irgendwann zwischenzeitlich mal teilweise auf Platz 2 war und einen Wert von 32 Milliarden Dollar aufwies. Und jetzt kommen wir auch zum letzten Baustein, und zwar FTT. FTT ist ein Token, also eine virtuelle Währungseinheit, wie zum Beispiel Cardano oder Dogecoin. Und jedenfalls wurde das Ganze gegründet von FTX im Jahre 2020, also aus dem Nichts gegründet, um eben Geld zu beschaffen, weil man diesen Token natürlich rausgeben kann und Leute den kaufen. Das ist aber auch üblich. Das machen die verschiedensten Krypto-Plattformen. Das ist an sich erstmal gar nicht schlimm. Das macht zum Beispiel Binance so mit BNB oder aber auch Crypto.com mit Crow. Das ist einfach nur eine Methode, um Kapital zu beschaffen, damit ein Unternehmen eben liquide ist. Und genau das hat eben FTX gemacht. Neben der Kapitalbeschaffung hat das Ganze natürlich auch Vorteile für FTX, wie zum Beispiel geringere Handelsgebühren. Davon profitieren letztendlich auch die User. Aber auch bessere Geschäfte für Futures und FTT konnte als Sicherheit genutzt werden, um in Zukunft eben andere Positionen aufzubauen und das als Leihgabe zu nutzen. Und da kommen wir jetzt auch langsam so in die Bereiche, wo es ein bisschen gefährlich wird und wo eben die Probleme so richtig anfangen. Und dann gibt es aber auch noch ein Problem, was allgemein Börsentoken so haben. Das Handelsvolumen ist deutlich geringer als bei anderen Token oder aber bei Coins, wie zum Beispiel dem Bitcoin. Der Bitcoin hat ein tägliches Handelsvolumen von 10 bis 30 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung von Bitcoin. Beim FTT sind es gerade mal 1-2%. Und jetzt kommen wir auch zu den ganzen Problemen, die sich daraus dann ergeben haben. Eigentlich sollte so eine Kryptobörse wie eben FTX gar nichts mit den Kundeneinlagen machen. Die sollten die sichern und den Kunden eben zur Verfügung stellen, wenn sie die eben wieder brauchen. FTX war das allerdings zu langweilig und damit natürlich auch Sam Bankman-Fried, dem CEO des Ganzen. Und der hat sich gedacht, von den 16 Milliarden Kundengeldern hat man einfach mal 10 Milliarden genommen und an die Partnerfirma, also Alameda, überwiesen, um damit eben spekulativ zu handeln. Und jetzt fragt man sich natürlich, wie das überhaupt möglich war, weil schließlich müsste da ja eigentlich eine Sicherheit hinterliegen, damit man dieses Geld überhaupt rüberbringen kann und einfach einen Gegenwert hat. Und dieser Gegenwert, der war eben der Coin FTT. Und dieser Gegenwert ist natürlich extrem variabel und er schwankt. Zu seinem höchsten Punkt gab es eine Marktkapitalisierung von diesem Token eben von knapp 7 Milliarden Dollar, was natürlich gar nicht so gering ist. Und wir hatten es ja schon, dass das Handelsvolumen eben ziemlich gering ist. Und wenn dann gleichzeitig ganz, ganz viele Leute verkaufen wollen, dann sinkt der Preis extrem schnell ab. Und da nicht genug Käufer sind, rauscht das Ganze dann einfach nur gen Boden. Und das alles ist in den letzten 2 Wochen passiert. Angefangen hat das Ganze am 2. November. Da kam nämlich ein Bericht raus von Coindesk, das ist eine Krypto-News-Seite, also eigentlich die große Krypto-News-Seite in den USA, wo eben rauskam, dass die Mehrheit der Vermögenswerte von der Firma Alameda eben FTX eigener Börsentoken und zwar FTT war. Aber dann am 6. November ging es noch weiter, da kam nämlich der CEO von Binance, also der größten Handelsplattform für Kryptowährungen da draußen ins Spiel, und zwar Changpeng Zeng, und der hat sich eben geäußert, dass aufgrund dieser Enthüllung man die
eigenen Anteile von FTT komplett liquidieren wollte und das waren Anteile in Höhe von knapp 500 Millionen Dollar. Und außerdem hat er sich bei Twitter noch ausführlich geäußert und geschrieben, die Liquidierung unserer FTT ist nachträgliches Risikomanagement. Wir haben von Luna gelernt. Wir werden keine Leute unterstützen, die hinter ihrem Rücken Lobbyarbeit gegen andere Branchenakteure betreiben. Das Ganze hat die Märkte dann noch weiter verschreckt und innerhalb kürzester Zeit ist der Token FTT um knapp 90% gefallen. Und damit gab es ja quasi keine Sicherheiten mehr für FTX oder Alameda. Und daraufhin haben die Leute dann versucht, von FTX ihre Kryptowährung zu verkaufen und ihre Gelder, die sie dann noch hatten, zu retten. Und 5 Milliarden konnten sie abziehen von den insgesamt 16 Milliarden, die da eigentlich eingelagert waren. Und dann gab es keine Möglichkeiten mehr für FTX, diese Auszahlung zu tätigen. Und sie haben gesagt, stopp. Die Leute konnten nicht mehr an ihr eigenes Geld rankommen. Einen Tag später dann, also am 8. November, blieb dann letztendlich dem CEO von FTX in Alameda nichts anderes mehr übrig, als um Hilfe zu rufen. Um Hilfe zu rufen bei dem Konkurrenten Binance. Dieser Hilferuf, der wurde dann auch erhört und ein LOI unterzeichnet, also ein Letter of Intent, in dem das Unternehmen Binance die vollständige Übernahme des Konkurrenten FTX in Aussicht gestellt hat. Dieses ganze Prozedere hat allerdings keine 24 Stunden gedauert und dann hat man gesagt, dass diese Probleme außerhalb unserer Kontrolle liegen und wir uns vom Angebot zurückziehen. Und am 11. November, also letzte Woche Freitag, war es dann soweit. Alameda und auch FTX hatten keine Sicherheiten mehr und auch keine Möglichkeiten mehr, das Geld an ihre Kunden zurückzuzahlen und mussten Insolvenz anmelden. Und wenn man jetzt mal auf FTX auf die Homepage geht, dann sieht man, dass man nichts mehr abheben kann und es empfohlen wird, keine Einzahlung mehr zu tätigen. Das würde ich ehrlich gesagt aber auch nicht mehr machen. Hier sieht man jedenfalls mal den Fall von FTX, einem wirklich großen Player da draußen. Und man sieht auch, was aktuell am Kryptomarkt los ist, wie schnell etwas kaputt gehen kann, dieses ganze Kartenhaus zusammenfallen kann und ein Kryptobroker nach dem anderen eben pleite gehen kann. Das ist jetzt schon der vierte dieses Jahr. Und vor 2 Wochen habe ich noch gesagt, eventuell kauft FTX sogar Coinbase. Das war ein Gerücht, was umherschwirrte im Netz. Und ja, das kann man jetzt ad acta legen, das wird nicht mehr passieren. Und man fragt sich auch, wer jetzt eigentlich Voyager Digital übernehmen soll, weil das war ja eigentlich geplant von FTX. Jedenfalls ist jetzt ein weiterer Player aus dem Weg und wenn man jetzt mal in die Zukunft guckt, dann muss das nicht bedeuten, dass FTX jetzt der letzte war, denn diese Gefahr, dass der Bitcoin und auch andere Kryptowährungen immer weiter runtergehen vom Preis, sorgt natürlich dafür, dass es immer weniger Sicherheiten für verschiedenste Unternehmen gibt, wie jetzt zum Beispiel eventuell auch BlockFi, die vielleicht jetzt auch Probleme kriegen und jetzt schon die Auszahlung an ihre Kunden gestoppt haben. Und wir haben ja gemerkt in der Vergangenheit, dass das in der Regel kein gutes Zeichen war. Was aber kurz vor dieser ganzen FTX-Problematik ein gutes Zeichen war, war der Kurs vom Bitcoin. Wenn wir uns nämlich mal den Chart hier bei Stock 3 anschauen, dann sehen wir, dass am 25.10. zum ersten Mal endlich der Widerstand beim Abwärtstrend gebrochen wurde. Wir haben uns sogar 8% darüber bewegt, was wirklich ein gutes Zeichen war. Doch dann fingen eben Anfang November die Probleme mit FTX an und wir sind wieder zurück beim inzwischen niedrigsten Stand seit 2 Jahren. Wenn ihr euch übrigens auch mehr mit den Charts auseinandersetzen wollt, schaut doch mal hier bei Stock 3 vorbei. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ich persönlich muss jetzt wirklich mal sagen, dass das, was jetzt mit FTX passiert ist und auch die Insolvenzen von anderen Crypto-Brokern in diesem Jahr, hätte ich in dem Ausmaß mir vor einem Jahr nicht vorstellen können. Damit hätte ich wirklich nicht gerechnet und das ist natürlich auch ganz schön heftig, was da passiert und erschüttert natürlich den ganzen Kryptomarkt. Ich muss gleichzeitig aber auch sagen, dass jetzt endlich mal diese ganzen schwarzen Schafe, wie eben Sam Bankman-Fried mit diesen beiden Unternehmen, vom Markt weggespült werden. Das wird jetzt kurzfristig noch extreme Auswirkungen haben auf den Bitcoin, auf Ethereum, auf Altcoins, aber auch auf andere Unternehmen. Und die richtig gehandelt haben in der Vergangenheit, die ein gutes Geschäftsmodell hatten, wie eben von Binance und ich gehe ehrlich gesagt auch von Coinbase aus und auch von anderen Unternehmen, die hier zum Beispiel in Deutschland sind, wie Bison, die machen einen wirklich guten Job und da stehe ich auch wirklich hinter. Da würde ich meine Kryptowährung auch ja kaufen wollen und fühle mich irgendwie sicher. Und letztendlich sollte man, wenn man höhere Beträge in Kryptowährung investiert hat, das Geld oder beziehungsweise die Kryptowährung eh auf eine eigene Wallet ziehen, um so eine gewisse Sicherheit zu haben, damit das überhaupt nicht passieren kann.
und man auf jeden Fall an seine Sachen rankommt. Dann muss jedem bewusst sein, der in Kryptowährung investiert, ein deutlich höheres Risiko eingeht als jemand, der ein ETF oder Aktien kauft zum Beispiel. Gerade was Altcoins angeht. Ich persönlich handhabe es weiterhin so, dass ich nur in 2 Kryptowährungen investiere. Und das ist Bitcoin und auch Ethereum. Ich habe mal in Altcoin investiert, also in Bitcoin Cash. Das ist auch meine einzige Position und das war es dann auch. Letztendlich muss es wirklich jeder selber wissen, wie man sein Geld investiert. Ich persönlich fühle mich mit den beiden wohl. Denke auch, dass da ein wirklicher Nutzen hintersteckt, der auch in der Zukunft immer größer wird und auch weiter ausgebaut wird. Aber man sollte aufpassen, nicht in jeden Altcoin sein Geld zu investieren und auch nicht in jedes Unternehmen, wie zum Beispiel eben in den Fall von FTX. Ich hoffe, ich konnte euch das jetzt so ein bisschen näher bringen, was eigentlich mit FTX passiert ist, weil das alles gar nicht so einfach zu verstehen ist. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder, wahrscheinlich wieder, für was eher Konservatives, für ein Aktienthema oder für ein ETF-Thema. Seid gespannt, macht's gut, ciao!